Hallo zum dritten Mal wir an diesem trüben Herbsttag. Die Rieslinge haben wir jetzt hinter uns mit einer Unterbrechung wegen Kamerablödsinn. Jetzt machen wir Burgundersorten. Im Wesentlichen sind es große Gewächse, Grauburgunder, Weißburgunder und Chardonnay. Wir haben aus dem Rheingau noch drei Weißburgunder, die Anja vorhin probiert hat. Also die nehmen wir jetzt auch mit rein. Und wir haben ein genau. paar Piraten aus Wien mit drin, die ich vor 2 Tagen probiert habe, aber die so viel Luft brauchen, dass wir sie heute mit reinnehmen. Es wird also spannend und damit wir jetzt nicht alles mit Labern verbringen, fangen wir an. Du. 230573. Eher banal. Ziemlich gemüsig. Aber schon so ein bisschen angeschlagen. Ja, das ist schon das Gemüse, das man schon für den Kompost weggelegt hat. Ja. Ja, schon ein bisschen Kernerbsen, ein bisschen Pfeffer auch. Aber das alles ist so ein bisschen, ja. Genau, das hat mich jetzt dazu gebracht, steht schon ein bisschen in der Küche rum. Punkte zu geben. Und süß-sauer. Ja. Lieber 79? Ja. Okay. Ja, ich schwankte. Das hat ja überhaupt keine Substanz. Das ist so ein Irgendwas. Hat sie gesagt, jetzt du hättest das doch im Supermarkt, hättest du auch geglaubt. Das war jetzt Rheingau, Weißburg und da trocken. Wir zeigen nicht, ist unter 80. 326778. Das bringt dann wieder auf den Boden zurück nach dem ganzen guten Zeug. Das ist wirklich ein bisschen parfümiert. Das ist ein ganz eigenwilliges Holz. Helles, parfümiertes Holz, florale Töne, Nuss. Oh, etwas plakativ. Es ist ein bisschen plakativ, ja. So eine helle Frucht. Wieder eine gewisse Süße. 3,9. Naja. Es hat nicht so arg viel Substanz da. Brot drin, das stimmt. Ich wäre fast auch da bei einem wenig. Ja, kann ich nachvollziehen. Also, was haben wir da? Aha. Nachdem es 81 sind. Kann man es auch schon zeigen. Das ist der Weiße Burgunder von Schloss Schönborn. Ich meine, wer es braucht. Bei Riesling bleiben wir ja wahrscheinlich vernünftiger. 230697. Ja. Das riecht schon substanziell. Ja. Sehr kühl. Das ist kühl. Das hat auch deutlich vegetabile Aromen, aber nicht. Aber das ist schon deutlich einladender. Auch so ein bisschen subkräuterig und ganz leicht pfeffrig. Ja, pfeffrig ist sehr deutlich. Gewissen Saft und auch nicht ganz trocken. Ein bisschen nussig, lebendig. Ja. 4 oder 5? Okay. Ich bin bei 3 oder 4, also lass mal 4. Ja, passt. Ja, okay. Okay. Was haben wir? Aha. Das ist das Weingut Bart. Dieses Jahr auffällig geworden mit grandiosen Rieslingen.
Das ist der, einfach der Reiseburgunder. Ist ja immer nett zu trinken. 327174. Die brauchen den auch, weil die ja Sekt machen. Sehr nussig. Das kühlt, ist ziemlich nussig. Das hat ein gutes Holz. Mhm. Recht fest. Doch eher herb. Aber einladend. Ja, das ist auch, alles was da raus riecht, hat eine gewisse Qualität. Mhm. Ich weiß nicht, warum die alle bei diesem Weißburgunder, auch im Rheingau, diese komische Süße brauchen. Das wäre so unnötig. Ja, 5,8. Oder das ist so unnötig, aber der Wein ist gut, das sind tolle vegetabile Aromen, die also genau. Wirklich sehr, die also eher nobel sind. Das ist ein gut eingesetztes Holz. Das ist die typischen Nussaromen, wieder das leicht pfeffrige. Das ist alles gut. Es braucht bloß diese Süße eigentlich nicht. Und hält länger, ne? Ja, das hält länger. Eher bei 5 als bei 6. Aber das ist ein Wein, den man Joker trinkt. Das ist ja, wirklich gekonnt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann mit beiden. Es hat auch gewisse Linie. Ja, komm. Alles gut. Ah, das ist Weingut Krone in Assmannshausen. Der Gutsweißburgunder. Ich weiß gar nicht, ob es einen anderen noch gibt. Wahrscheinlich nicht. Man merkt schon, dass die auch mit Holz und allem umgehen können. Warum diese Rheingau-Süße? 330185. Sehr herbe Nase. Ganz kühl und zurückhaltend. Ganz fein, ja. Und hat Finesse, das stimmt. Machen wir mal einen Satz. Das ist sehr gekonnt. Sehr klar fokussiert. Die Frucht ist knochentrocken, aber das Holz wird ganz leicht süßlich. Ja, das ist richtig. Aber das hat wirklich Eleganz und Schliff und Finessen. Das macht schon Spaß. Bisschen reifer braucht der Wein. Finde ich auch. Ich finde auch, dass er da gut steht. Sehr gut. Ja, aber das macht doch Spaß. Dr. Heger, Weißburgunder Vorderer Winklerberg. Das wird auch mal eine schöne Essensbegleitung mit seiner Eleganz. 330187. Schon komisch, ne? Das ist so ziemlich die heißeste Lage Deutschlands. Und die Weine sind überhaupt nicht dick, sondern echt kühl und fein. Aha. Ziemlich fest. Sehr nussig. So ein bisschen. Im Gegensatz, der andere hatte so eine süßlichere Holzwürze. Die wirkt jetzt eher herb. Ja, das sind so. Ich glaube, die nennt man Paranüsse mit so einer dunklen Schale. Und die deuten auch schon so, die sind, glaube ich, die öligsten Nüsse. Also ein bisschen Kräuteröl finde ich auch. Ziemlich fest.
so Suppenkräuter. Mhm. Ziemlich deutlich. Ziemlich fest, knochentrocken. Ein bisschen eingesperrt, aber ich finde das gut. Ich finde das auch gut. Denkst du über einen mehr? Ich bin am Hadern. Ich bin so am mich fragen, hat er die Tiefe, die dann reicht für 90? Denn als Wein an sich ist er wirklich wunderschön. Ich freue mich schon darauf, was zu kochen, weil es einfach das ist ein toller Essensbegleiter. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Aber hat er die Tiefe, um 90 zu können? Ist die Frage. Ich glaube es nicht ganz. Also wenn, dann könnte ich mir ein Plus vorstellen als Wette auf die Zukunft. Ja, ich mache es aber so ungern. Ich weiß, deshalb. Ich würde jetzt einfach mal stehen lassen. Ich denke, das wird mir eh zum Essen trinken. Schauen wir mal, was er macht. Wir sind wieder im vorderen Winklerberg. Dieses Mal haben wir den Grauburgunder. 330122. Ziemlich kalt wirkend. Ja, aber auch irgendwie warm. Also so von der Frucht, die riecht schon, ja. Für mich sind das ja auch. Also für mich überwiegt die Kälte deutlich. Aber gut. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Was wolltest du sagen? Ja, so gelbe, reife Äpfel, Quitten. Das ist wohl wahr. Das ist hochkonzentriert. Und ich finde, die Frucht gibt dem Wein etwas Warmes. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber das ist fast minzig auch. Habe ich aber nur in getrockneter Form. Nase. Von mir aus. Von mich schlägst. Naja, wobei. Na, ich verstehe. Das ist eine ziemlich interessante Nase. Mhm. Sehr stark. Naja, je länger man reinriecht, ja. Kann ich gut, also richtig, ja, auch frische Minze. Ganz kühl auch im Mund für mich. Wie gesagt, das überwiegt für mich das Kalte. Sehr straff. So Spur Rauch und Holz, aber das ist überhaupt nicht aufdringlich, das ist ganz im Hintergrund. Mineralisch. Deutlich Gerbstoff. Ja, da steht drin. Es trocknet sogar noch leicht. Mhm. Aber es gibt immer Rückgrat. Richtig. Hochspannend. Sehr fest. Also, wenn wir von irgendeinem dieser letzten Weine einem 90 geben, dann dem. Ich würde ihn zwar jetzt noch nicht trinken, ich würde ein, zwei Jahre warten. Absolut. Aber das ist unheimlich gut gemacht. Das ist. Straff, fest, kühl. Ah, okay. Mal, so weit sind die gar nicht auseinander. Das ist nicht Baden, das ist Pfalz. Das ist der Birkweiler Mandelberg. Von Rebholz. Er hat ein tolles Jahr, wie schon gesagt. 330188. Das ist ein bisschen hochfarbiger.
Ja, und haben wir deutlich mehr Holz. Und getrocknete Pilze. Ja, Steinpilze. Nicht irgendwas, sondern wirklich super gute Steinpilze. Ja, das ist auch wirklich null. Fast schon Kaffee, ne? Also das, ja, das kommt vom Holz, genau. Genau. Also schon etwas dunklere Rüstung. Richtig. Aber das ist fest und komplex und es hat auch Tiefe. Im Mund merkt man dieses etwas röstige Holz noch. Aber dann kommen gleich wieder diese getrockneten Pilze und dann diese ungeheuer festgewirkte Frucht. So von der Assoziation muss ich fast an den Schwarzwälder Schinken denken, an der Rinder riechen im Mund. Es hat was Salziges, was Geräuchertes. Also da steckt schon viel drin. Allerdings. Mordsubstanz. Das ist... Das hat er nochmal zugelegt. Deshalb morgen nochmal gucken. Ich würde ihm heute schon einen mehr geben. Gut. Findest du nicht? Ja, da, auf jeden Fall. Also das ist schon sehr gekonnt. Also klar hat das Holz und klar ist das rauchig. Das muss man, den Stil muss man natürlich mögen. Wer Holz ganz ablehnt, dem wird es nicht schmecken. Aber das hat unheimliche Substanz. Das hat tiefe Griffwürze. Ganz toller Wein. Oh, das passt so zu dem Herbst. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Gleich Pilze kaufen. Mhm. Wieder Dr. Heger. Grauburgunder, diesmal Schlossberg. Aber wenn er so viel Gas gegeben hat. Ich hebe ihn auf bis morgen. Das mache ich sowieso. 330186. Na, komm. Der hält auch unheimlich lang nach. Ist auch ein bisschen rauchig, ein bisschen vegetabil, deutlich kühler wirken das da. Ziemlich mineralisch. Auch wieder ganz feine Pilzaromen. Aber eher so nichts getrocknet, sondern genau. Was Ätherisches auch in der Nase. Kann ich sehr nachvollziehen. Ein bisschen Tabak. Ziemlich null. Sehr geschliffen. Sehr fein, ganz kühl. Ganz weit. Durchgezeichnet. Ja. Das ist so weit, da magst du sofort weiter trinken. Da ja, aber geht schon auch so ein leisere Töne. Ja. Aber ich bin nah dran, dem auch schon wieder 91 zu geben. Das hat solche Finessen. Das ist so animiert. Und auch da denkt man wieder ganz sofort an pilzige Noten, an Essen mit Pilzen. Sehr herbstlich. Ja. Schon wieder Heger. Das ist komisch, das ist
Diesmal ist es halt der Weißburgunder. Aber es zieht sich durch. 330124. Anders? Das ist ganz anders. Das hat auch Holz, aber ein anderes. Und dann ist es sehr floral. Sehr floral, mhm. Ja. Teilweise frische, teilweise getrocknete Blüten. Ja. Dann hat es so eine richtig, also ich muss an so weißen Pfirsich denken. Mhm. Finde ich am Garmin auch so harter Pfirsich. Das heißt, es ist Pfalz, oder? Mhm. So ist es. Puh, das zieht aber ordentlich an. Mal so mineralig. Na? Herb, fest und dicht. Das ist sehr gut. Mhm. Der hat richtig schmeckt ein bisschen Grip. Wie ein hochklassiger Chablis. Zieht und ist lang. Ja. Gib mir mal mehr. Ja, also in einem Jahr, der so schwierig war für Burgundersorten, ist das schon ein Ausnahmestück. Siebeldinger im Sonnenschein, Rebholz. Das ist echt gekonnt. Und völlig kompromisslos, ganz trocken. Macht keine Gefangenen. 327350. Oh, ganz was anderes. Ja, so fein, grün, kräuterig. Ja, aber fast schon so ein bisschen ein Mixed Pickles-Ton. Und, ich finde die Avocado kann ich gut nachvollziehen. Ach, das ist. Ja. Das ist. Ja klar, ich dachte mir schon, das kann ja nicht. Ja. Das kann ja kein Weißburgunder oder Grauburgunder sein. Das muss ja. Das ist gemischter Satz. Also in der Nase muss ich wirklich an Guacamole denken. Guacamole, das ist Avocado. Das merkt Avocado, man auch total. Avocado, auch ein bisschen fast Chili. Ja, grüne Paprika. Mhm. Und dann ganz tolle Zitrusfrüchte. Schöne florale Töne. Macht richtig Spaß. Ja, das kann man so sagen. Das hat eine ganz andere Welt. So ein bisschen riecht es auch nach Gummiboot. So ein bisschen Gummi, so ein bisschen was, oder vielleicht, wie soll ich das sagen, Petroliges. Da kommt es her. So ein Hauch Petrol hat es. Ja? Ja. Kerosin. Das ist ein 13er. Es gab zwei 14er und einer ist 13. Mhm. Ist er, ist der Nussberg. Also im Mund macht er seiner Lage alle Ehre. Also sehr nussig. Mhm.
ein bisschen diesen leicht groben Gerbstoff, den sie 13 so gern haben. Kann ich nachvollziehen. Aber das ist dicht und konzentriert und komplex. Da sind wir schon auch nah an den 92, meinst du nicht? Ja. Auch wenn das so ganz leicht einen rustikalen Touch hat. Aber das ist in seiner Art schon verdammt gut. Ja, also als Essensbegleiter unübertroffen. Also so vielseitig gut einsetzbar. Also, da sind wir in Wien. Das Weingut Wieninger. Gemischter Satz Nussberg. Ich glaube, das war der erste von seinen top gemischten Sätzen, die er gemacht hat. Mittlerweile macht er ja 3 verschiedene. Aber das ist schon verflucht gekonnt. 3, 2, 7, 3, 4, 8. Kostet der Hof, glaube ich, nur keine 20 Euro. Und das ist für die Qualität. Bisschen kühler und grüner. Ja, auch geradliniger. Nicht so gemischte satzmäßig komplexer. Mhm. Weil das, ja, das hat schon Finessen. Und was wollte ich sagen? Nicht nur Finessen, ja, erst sondern. Drei Quatsch. Ja, ne, sondern das hat einen ganz eigenen floralen Ton und ganz was Nobles, Rotbeeriges da drin. Ich habe ganz noble Nusstöne. Mhm. Wieder ein bisschen Pilze. Das ist ein gemischter Satz, aber das ist 14. Mhm. Interessant. Ganz geschliffen. Ist ja fast ein Schmeichler. Obwohl er Zug hat. So ganz frische, ölig, pestoartige Töne. Ich empfinde ihn gar nicht so als Schmeichler. Ja? Ich empfinde ihn als sehr straight. Gebe ich dir recht. Also Schmeichler, es soll auch nicht bedeuten, dass er weich ist. Das ist er nämlich gar nicht. Aber er ist so seidig. Ja, aber das soll ja auch so sein. Gut. Also mich erinnert er an grünes Pesto. Bisschen genau. Pinien, Zacke, ja. Ein bisschen Basilikum, ein bisschen Öl. Das macht unheimlichen Spaß. Das ist echt. Und das ist ein Essensbegleiter. Herrlich. Mhm. Also in der Aromatik nicht ganz so vielschichtig wie der andere, dafür fester. Deswegen steht er auch da gut, finde ich. Ja. Das sind 91, aber das ist ein wunderschöner Wein. Wunderschön. Ich weiß ja, der kostet irgendwelche 16 Euro pro Hof und das ist so lächerlich für diese Qualität. Ja. Also, für die Gastronomie. Das Dumme ist, dass ohne Beratung kauft es ja immer keiner. Aber das ist wieder Wiener gemischter Satz. Von Wieninger, diesmal der Bisamberg. Ich kann nur raten, das kaufen, das macht so eine Freude für verhältnismäßig so wenig Geld. Das gibt es auf dem Niveau nicht oft. 330078. Du kriegst auch richtig Lust, gleich weiter zu trinken. Und nebenbei was zu kochen. Was für das Weinpaket? Gar keine schlechte Idee. Kühl. Das erinnert mich ein bisschen an, an Petersilie, das erste, was er so an Pflanzlichkeit da in der Nase hat. Also ich habe jetzt erstmal eine Holzwürze.
Aber die ist ganz zart. Ja, ganz gekonnt. Das ist überhaupt nicht aufdringlich. Sehr kühl. Ungeheuer geschliffen. Wir hatten vorhin schon mal, kam schon mal der Chablis auf. Das ist richtig Chablis-artig. Nur wir reden schon von richtig gutem Chablis. Oh, das ist spannend. Das ist schon tief, ja. Ist aber Weißburgunder, oder? Nein. Das ist Graue? Mhm. Echt? Mhm. Das ist, also das ist ganz untypisch grau, weil es diesen typischen grauen Grauburgunder Schmelz eigentlich nicht hat, nee. Sondern weil es so ganz kühl wirkt. Ja, nur die Nüsse. Dieses ganz fein geröstet Haselnüsse. Kompromisslos trocken. Trinke ich unheimlich gern. Aber es sind 90. Das betrübt mich jetzt sehr. Echt? Ich finde, dass er die Tiefe für 91 nicht hat. Ich finde gerade, dass er Tiefe hat. Echt? Na schön, da streiten wir uns wieder mal öffentlich. Das bedeutet nochmal kosten. Also, ich finde, er hat auch so viel Zug. Na gut, von mir aus. Also dann habe ich jetzt einfach wieder mal einen Punkt gut. Damit kann ich mir gut leben. Jetzt endlich mal Zeit, dass ich auch mal wieder einen Punkt gut habe. Das ist also Grauburgunder. Diesmal sind wir bei Franz Keller, Schwarzer Adler, Kaiserstuhl, Kähner. Oberbergener Bassgeige ist es. 330080. Eine sehr kühle Lage, ich weiß. Ja, schmeckt ja auch. Mhm. Ja, die geht ziemlich hoch rauf. Mhm. Oh. Mhm. Ganz anders. Getrocknet floral, so ein bisschen Wiesenblüten. Ja, aber was mir noch mehr auffällt, ist so ein getrocknet vegetabiler Ton. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinstecke. Aber das hat was richtig grün-pflanzliches. Nicht unreif, sondern gar nicht unreif. Aber die Aromatik erinnert mich an was ganz Bestimmtes und mir fällt es nicht ein. Ja, und nicht so getrockneter Majoran. So Majoran hat es auf jeden Fall. Ich kriege gerade Herzmassage vor dem Telefon. Was ist das? Also Majoran ist das stimmt. Das ist auf jeden Fall Majoran. Aber mir fällt noch was anderes nicht ein. Also sowas in Richtung Okraschoten oder sowas gehende. Ach, das ist interessant. Mhm. Aber das finde ich so in die Richtung geht's. Ist jedenfalls fest. Ja. Es hat Tiefe. Wirkt etwas, schüchtern. Ja, obwohl es eine winzige Spur offen ist. Es hat einen ganz leicht oxidativen Touch. Mhm.
Und so, das ist so Rauchsalz. Das ist unheimlich mineralisch. Das kann man jetzt im Augenblick noch nicht anfassen. Aber es ist ziemlich gut. Vor allem, es ist konzentriert. Für mich sicherer bei 91 als der Kähner vorhin. Auch wenn er eigenwillig ist. Bei dir nicht? Also er ist für mich bei 91. Ob der jetzt sicherer ist als der andere, kann ich nicht sagen. Nein, dann sag's halt nicht. Ich sag nichts mehr. Also gut. Machen wir die Kamera aus? noch nicht. Also, wir haben hier es wieder mit einem Weißburgunder zu tun. Und das ist noch einmal Oberbergener Bassgeige. Und zwar Lee heißt dieses Gewand offenbar. 330084. Das andere war auch von ihm, ne? Ja. Also er befindet in der Haushierarchie das auch größer als ich, so wie ich das auch tue. 330084. Ich wollte es nur nicht gesagt haben. Schon deutlich Holz, nicht unangenehm. Dadurch auch etwas vom Empfinden wärmer. Ja, nicht nur Holz, sondern auch Unterholz. So was ganz leicht Moosiges. Ja, hä? So Moosflechten, ja. Ja. Ein bisschen ätherisch auch. Mhm. Reichlich konzentriert. Zu einer ordentlichen Saft. Und Zug. Ziemlich konzentriert. Das würde jetzt auf mich wieder nach Grauburgunder wirken. Aber wahrscheinlich wirst du mir jetzt gleich wieder das um die Ohren hauen. Aber Nüsse, du lachst das ja wahrscheinlich nicht. Nüsse, Konzentration. Sehr kompakt. Richtig. Aber ich kann den Grauburgunder sehr gut nachvollziehen. Aber es ist er nicht, oder? Ja, das ist der Chardonnay. Chardonnay! Das ist ein Schlossberg. Das ist Kellers Schlossberg. Nee, nicht der Schlossberg, Kirchberg. Kirchberg, okay. Ja, dass mir die Berge immer durcheinander bringt. Ja, das ist ein Mordswein. Das ist eine irrsinnige Konzentration. Und er braucht noch einen Tag. Der braucht lang. Das ist ja und vor allem also nicht nur, dass er noch lange braucht, ein paar Jahre braucht, bis man ihn anfassen soll, sondern er sollte noch morgen. Aber die 92 hat er auf jeden Fall. Auf jeden das Fall. Das ist wirklich. Also das steht schon mal. Das ist ganz dicht, fest, konzentriert, kühl, knochentrocken. Chardonnay, Oberrotweiler, Kirchberg. Der Keller hat den besten Jahrgang seines Lebens. 330082. Wir werden es später bei den Roten noch merken. Da bleibt gar kein Auge mehr trocken. Ja, nussig kühl. Getrocknet kräutrig. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Wieder so ein, riecht schon nach einem exzellenten Essensbegleiter. Ja. Und es riecht so wie ein ganz kühler, noch feuchter Wald. Sehr schöne, komplexe Nase. Auch wieder so. Ich bin eher auf dem Markt. Und ja, aber vom Markt ist hektisch und der Wein ist überhaupt nicht hektisch. Ja, okay. Es beruhigt also einen diese Aromatik, alles so ganz frisch. Doch im Mund brillant und frisch.
Also das ist für mich weniger Herbst, das ist für mich mehr Frühling. Okay, weil er so was Frisches. Ja, ja. Also im Abgang hat er etwas Frisches. Was, nicht was nur im Abgang, überall. Beschwingt? Dadurch, dass ich schon auch so edle Pilznoten habe. Also ich glaube, das ist ein Wein für alle Jahreszeiten. Aber die Eleganz und Finesse sind schon toll. Also 92 reicht bei den Weinen nicht. Meinst du? Meinst du nicht, dass du da noch zu euphorisch bist? Ich meine, dass das wunderschön ist. Okay. Gar keine Frage. Ich meine, wir reden da von den besten Weinen des Jahrgangs. In dieser Burgunder-Geschichte. Aber kann ich schon drei? Ich meine, Zugkater. Auch morgen, hä? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gar keine Frage. Das ist wieder Grauburgunder. Da kommt man nicht drauf. Das ist so fein. Schlossberg Keller. Unglaublich. So fein habe ich das in dieser Qualität noch nie getrunken. Das hat ja keinen, diesen normalen Grauburgunder Alkohol, das hat 12,5. 330184. Also das ist schon extrem gekonnt. Tabaknuss. Ja, so fein getrocknet. Kräuterig steht ja da. Mhm. Und deine blanchierte Nüsse. Ja. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Das ist aber kräftiger, man merkt es im Mund schon, dass das ein bisschen mehr Alkohol hat. Es bleibt kühl, aber es ist kräftig. Ziemlich salzig. Das haben Jägerweine immer. Jäger? Oh, jetzt habe ich es verraten. Aber ja, ja. Nichts. Steht da für mich auch gut. Ja, wegen des Alkohols, der ihn so wärmt und auch ja, zu sehr im Moment nicht gut eingebunden ist oder nicht so optimal. Nein, das ist noch unfertig. Ganz gar keine Frage. Aber es hat schon Saft und Konzentration. Aber Zeit geben. Probieren wir auch morgen nochmal. Ja, finde ich noch so. Denn es wird wirklich unruhig gerade. Das ist Dr. Heger. Iringer Winklerberg, Rappenecker. 327352. Ach du Schande. Ja, etwas sehr Florales. Getrocknet Floral. Ganz intensiv getrocknet Floral. Fast schon kandiert Floral. Ein bisschen Wachs. Feine Rosenblätter. Wir sind da wieder bei gemischten Satz. Ja. Ungeheuer komplex. Tief. Frische, pilzige Aromen. So wirklich frische Champignons und sowas. Unglaublich. Gewürznoten. Ein bisschen Kardamom. Jedenfalls, es beschäftigt einen wirklich lang. Es ist so komplex, so würzig und gleichzeitig, es ist reif und frisch zugleich. Teils angetrocknet. Es ist ganz spannend. Thank you.
eine Mordskonzentration. Dabei wirkt er eiskalt im Mund. Ganz, ganz kühl. Herb, dicht. Genau. Knochentrocken. Geräuchert, viel Salz. Das ist toll. Es ist zum Niederknien fast. Da denkst du sofort an Hochküche. Wirklich mit geräucherten Fisch. Ja, genau. Die Sardellen oder sowas, ja. Ja, nicht Sardellen, sondern... Nein, ich finde, das hat sowas... Noch viel Feineres nehmen. Das ist grandios. Das hat solche Finessen. Gar nicht so, so ein bisschen ins Rustikale gehende, wie der Nussberg war, sondern das ist deutlich feiner. Ganz toll. Ganz toll. Wunderschön. Das war's, oder? Das war's. Also, zeigen wir dir noch. Das war wieder mal Wien. Gemischter Satz. Das ist ein Wieningers Spitzenwein, Rosengattel 2014. Das man sieht schlecht, aber wie auch immer, man schmeckt es umso besser. Ganz, ganz, der kostet jetzt schon ein bisschen über 20. Aber mein Gott, im Burgund zahlt man 80 dafür oder mehr für diese Qualität. Ganz toller Stoff. Gut, das war's mit den weißen Burgundersorten, gemischten Sätzen etc. Wir sind also mit zwei Dritteln fertig. Jetzt kommen die Spätburgunder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss.